Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Ja, Leute, wir sind hier in der Transferphase. Wir haben in der letzten Folge einige dicke, dicke Abgänge gehabt. Ne, wir gucken da auch nochmal kurz drauf. Wir haben einige dicke Abgänge gehabt, denn Wilfried Zaha ging für 43 Millionen zum FC Liverpool. Fischer wurde verliehen. Jean-Philippe Mateta ging für 11,5 Millionen zur Fiorentina. Wir haben Mangala verpflichtet von den freien Spielern. Sargent ging nochmal. Und vor allen Dingen natürlich dieser Mann hier, Gueye, 100 Millionen Euro zum AC Mailand. Wahnsinn, da interessiert mich gleich mal bei Milan. Haben Sie jetzt eine englische Innenverteidigung mit Tomori und Gueye? Das interessiert mich gerade. Schaue ich mal kurz rein, ob die da echt diese zwei englischen jungen Top-Innenverteidiger jetzt haben. Das wäre irgendwie auch geil, ne? Ja, tatsächlich, ey. Einmal Tomori hier. Und dann noch Gueye, also die haben einfach mal eine mega, mega Innenverteidigung, muss man einfach mal sagen, ne? Und Thema Innenverteidiger, das passt eigentlich gut, perfekter Übergang. Übrigens nicht wundern, es sind natürlich noch keine eurer Transfervorschläge mit dabei, nur für die, die ein bisschen neuer sind. Der Rest weiß es, ich muss natürlich wegen Arbeit und Koma eine Folge vorproduzieren, sodass ich die Vorschläge immer erst eine Folge später mit dabei habe. Das gleiche dann eben auch beim Jugendstab, wo wir die dann machen werden, ne? Da warte ich dann noch einen Monat und dann, oder bis die Vorschläge rein sind. Und dann bringen wir, dann wollte ich nur sagen, schicken wir die Jugendscouts los. So ist es richtig. Einfach mal eigene Wörter verschlucken. Aber ich habe ja auch ein paar Leute hier auf der Liste und ich habe einen Wunschspieler seit Jahren. Und zwar Trevor Chalobah. Ich will ihn haben. Er ist 1,91 groß. Er ist Engländer, am besten Fußballer. Er kann in der Innenverteidigung ZDM, ZM spielen. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Mann. Man sieht es ja auch hier. Stärke von 85, Reaktionsfähigkeit ist super, Abfangen ist stark. Er ist einfach defensiv sehr, sehr gut. Gleichzeitig ist sein Passspiel voll solide. 77 kurz, langer Pass 73. Er ist einfach genau den Mann, den ich haben will. Ne? Auch eine ordentliche Ballkontrolle. Er kann eben auch noch ein spielerisches Element in der Innenverteidigung sein oder auch im ZDM und ihn will ich unbedingt verpflichten. Dementsprechend gehen wir hier rein und wir gucken mal, ob mein Wunschspieler, mein absoluter Wunschspieler auch zu uns kommt. Wir fangen mal mit 20 Millionen an. 31,5 und Lyon. Ja, die Spannungen sind schon ein bisschen höher. Dann gehen wir direkt auf 25,5 hoch. 27. Machen wir 26. 26 Millionen akzeptieren sie. Das heißt, Trevor Chalobah könnte jetzt zu uns wechseln. Wir gehen dann natürlich jetzt erstmal in die Verhandlungen mit ihnen und dann schauen wir mal. Das wird dann unser erster dicker Transfer. Natürlich, Orel Mangala haben wir auch geholt, aber der war von den freien Spielern. Das hier wird dann der erste dickere Transfer hier, aber keine Freigabesumme ist perfekt. Beim Gehalt. Er verdient aktuell 60, wir geben ihm eine Erhöhung auf 80, 20k pro Woche mehr. Das schmeckt, ne? Und dementsprechend ist Trevor Chalobah der erste, na, der zweite Transfer natürlich wegen Mangala, aber der erste Transfer, wo wir auch eine Ablöse zahlen. Endlich kommt mein Wunschspieler. Ich wollte ihn schon länger haben. Dann wechselt er zu Lyon. Dann, ja, konnten wir ihn ja erstmal nicht verpflichten. Und jetzt haben wir ihn. Trevor Chalobah hier von Olympique Lyon für 26 Millionen verpflichtet. Ne? Wir haben natürlich noch mehr als genug Budget sowieso. Er wertet halt einfach unseren Kader nochmal auf. Ne? Er wertet einfach unseren Kader nochmal richtig gut auf. Wir gucken mal Teamzentrale. Welche Nummer hat er denn? Die 3 von Gueye übernimmt er, ne? Das ist eigentlich okay. Kann man so lassen, ne? Wir haben jetzt in der Innenverteidigung Chalobah, Mina, Anderson, Cresswell und Richards kann da ja auch jederzeit spielen. Ne? Also haben wir 5 Optionen für 2 Positionen. Das ist, denke ich, mehr als ausreichend. Chalobah würde ich da tatsächlich dann erstmal als ersten Backup sehen und Mina dann wirklich als Backup der Backups. Unsere Aufgabe ist ja auch immer noch für Suleymaner, einen guten Live-Verein zu finden, ne? Wobei ich auch da echt noch am Überlegen bin, soll er gehen, soll er nicht gehen. Es ist jetzt auch nicht ein Muss, dass ich ihn unbedingt loswerden will, ne? Ich muss mal kurz was trinken, während wir hier ein Transfergebot für Olise haben, okay. 43,9 Millionen. Muss aber kurz was trinken, Leute. 43 ist mir zu wenig für Olise. Die Frage ist halt, was sollen wir fordern? Olise war schon sehr, sehr wichtig. Ich fordere mal 62,5. Okay, ist ihn zu hoch? Kann ich verstehen. Aber
ich will Olise ja auch nicht abgeben, ne? Olise ist ein Spieler, da sage ich, nee, der darf gerne bleiben. Wobei ich auch sagen würde, warum soll ich großartig warten? Ich würde sagen, wir gehen weiter in Attacke. Und Attacke ist das richtige Stichwort, nämlich Rashford. Er spielt bei Brighton. Es ist ein Team, das eigentlich zu schlecht für ihn ist. Sie sind letztes Jahr fast abgestiegen. Das heißt, er hat jetzt natürlich auch Interesse dran, seine Karriere ein bisschen zu boosten. Und er wäre natürlich ein mega Backup. Beziehungsweise er würde auch Martial versuchen, Konkurrenz zu machen. Und sie wollen ihn nicht ziehen lassen. Okay, wir müssen die Freigabesumme zahlen. Okay. Es ist zwar ordentlich über Marktwert, aber ich will ihn haben. Er ist englischer Nationalspieler, Engländer, im besten Alter. Er würde wieder mit Martial zusammenspielen. Er ist der perfekte Mann für einen Sturm vorne. Er auch mit seinen 1,86 passt. Er hat die richtige Geschwindigkeit. Es ist vielleicht ein bisschen too much, wie schon bei Martial. Da war es angeblich auch ein bisschen too much. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass es doch nicht too much war. Ich will haben. Ich will Rashford haben. 76 Millionen ist natürlich wäre der absolute Rekordtransfer von Crystal Palace. Aber ich will Marcus Rashford haben. Und bitte kack mir jetzt nicht ab, Spiel. Sehr gut. Und wir gucken mal. Wir gehen ja dann natürlich rein in die Verhandlung mit Rashford. Machen wir mal wichtig, ne? Er will natürlich Schlüsselspieler, akzeptieren wir. 5 Jahre muss es dann schon sein, ne? Sehr gut. Freigabesumme. Ja, wenn wir schon 70 zahlen, muss er mindestens versuchen mal 140. Aber ich glaube, das wird zu viel, oder? Er will nur 120. Ah, weiß ich nicht. Sonst versuche ich gleich gar keine einzubauen. 125 wäre noch okay. Okay. Bei dem Gehalt, dann gehen wir natürlich auch ordentlich hoch. Er ist unser Rekordtransfer. 100, ich glaube, Martial kriegt 135 auch, ne? Dann geben wir Rashford auf jeden Fall auch 135. Das sollte er akzeptieren. Sehr schön. Und damit haben wir den neuen Rekordtransfer von Crystal Palace. Marcus Rashford. Ein Mega-Deal für Palace. Das ist ein Ausrufezeichen. Nach den ganzen dicken Abgängen kommt jetzt ein richtig fetter Transfer hier rein, ne? Mit Marcus Rashford. Somit, wenn Martial mal ausfallen sollte, es keine Probleme mehr gibt, dass man da vorne niemanden hat, der die Tore schießt. Denn das hat uns ziemlich gehemmt in der letzten Saison. Muss man einfach sagen. Mateta und Sargent konnten das nicht tragen. Und dafür haben wir jetzt hier Marcus Rashford. Hier sehen wir ihn mit der Nummer 9. Die ganzen Fotos und Co. Ne? Da gehen wir auch mal die ganzen Szenen durch. Hier sehen wir Rashford. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Macht da ein bisschen seine Spielchen, ein bisschen Flex, ne? Ist ja auch okay. Ein Wahnsinns-Neuzugang, Leute. Vielleicht ein bisschen overpaid, aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Auch wenn FIFA da sagt, das ist ein F-Deal. Die können sich selber F'en. Marcus Rashford, welcome to Crystal Palace. Rashford kriegt auch gleich die 9. Sehr schön. Passt natürlich. Was verdient Martial nochmal? Müssen wir mal gucken. 140, okay. Dann bleibt Martial auch der Bestverdienste, ne? Allgemein, Verträge. Wenn man hier nämlich mal raufguckt, dann muss Hutchinson ganz, ganz dringend verlängert werden. Ne? Ein großes Talent, den müssen wir dringend mal verlängern. Ich will meine Spieler mal möglichst sehr, sehr lange halten. Oder sehr, sehr lange unter Vertrag haben. 4 Jahre nimmt er an, sehr schön. Ja, akzeptieren wir. Beim Gehalt, ja, machen wir auch mal hier den Bonus weg. Im Gehalt machen wir mal sogar 17.000, mehr als du willst. Dafür kriegst du hier aber kein Handgeld. Das passt dann aber, ne? Hutchinson mit 17.000 immer noch sehr, sehr günstig. Aber das ist natürlich auch seine erste Vertragsverlängerung. Sehr schön. Ansonsten haben wir nicht mehr so lange unter Vertrag. Jan Sommer, aber der ist schon sehr alt, ne? Und sonst 3 Jahre. Ja, Jones natürlich. Ese, da könnte man vielleicht sogar mal verlängern nochmal, ne? Wobei das jetzt hier alles noch nicht so ja, dringend ist, ne? Da kann man auch mitten in der Saison nochmal gucken. Wir gucken natürlich jetzt einmal in unsere Mannschaft nochmal. Denn mit Rashford haben wir natürlich Mega-Spieler jetzt einfach mal, ne? Er kann halt auch auf links außen spielen, wenn man ihn dort braucht. Das wird eh eine interessante Alternative, dass wir dann Martial und Rashford auch immer mal wieder auf links außen spielen lassen können. Die dann wirklich nach innen ziehen, noch abschlussstärker sind, weil Inning Junior ist ja eher der Flankenspieler. Oder was heißt er? Er ist ein Flankenspieler, der einfach wirklich gerne Flanken schlägt. Hat auch eine 95 inzwischen schon krass. Macht das einfach überragend. Und Martial und Rashford wären eher die links außen, die dann nach innen ziehen und Tore schießen wollen. Also das sieht auf jeden Fall auch ganz gut aus. Ich würde sogar Lanzini eigentlich rausnehmen, ne, und dann Jones.
Dann haben wir Süleymana, der für beide Seiten spielen kann. Bei Süleymana bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn echt verleihen soll. Aber dann müsste einer der anderen gehen. Und ich will Hutchinson und Kolesho, mit dem will ich zocken. Und Batschnim verleihen, ich weiß nicht. Ich glaube, Süleymana zu verleihen ist halt derjenige, der am meisten davon profitieren könnte, nochmal 2-3 Punkte hochzugehen, ne? Aber wir gucken mal, wir gehen erstmal vor. Transferangebot für Doucoure, okay, den wollen wir ja auch verkaufen. 11,7 Millionen bietet da Nizza. 13, 14 will ich eigentlich schon für ihn, ne? Wir gehen mal auf 14. Weil Doucoure ist ein guter Mann. Okay, sie akzeptieren das. Finde ich nice. 14 Millionen für Doucoure, auch alles andere als zu viel. Müsste auch einer unserer letzten sein, den wir wirklich auf der Liste haben, ne? Wenn man da mal raufguckt. Doucoure und Süleymana halt, ne? Schade, dass man Spieler nicht anbieten kann, ne? Was wir aber auch nochmal kurz machen können, ist tatsächlich auch mal bei Topclubs gucken, was haben die denn noch so viele Spieler, die man vielleicht auch nochmal leihen könnte, ne? Vielleicht gibt es da ja irgendwo jemanden, wo man sagt, jo, da will ich nochmal zuschlagen. Guck mal, bei Arsenal, wir gucken jetzt erstmal nur in der Premier League. Duke gibt es da natürlich noch und Co., aber wobei Mittelfeld eher nicht, eher Verteidigung vielleicht was. Rekik, Sosa, Paul Torres, Zinchenko, alles gute Männer grundsätzlich. Weil vielleicht könnte man echt auf der linken Verteidigerposition muss man nichts machen, aber da könnte man vielleicht was machen, ne? Hier Azpilicueta, Brooking. Ja, die haben natürlich auch krasse Linksverteidiger eigentlich, ne? Benzabaini, Chilwell. Dann haben sie ja noch Cucurella, oder? Nee, der ist gar nicht mehr hier. Dylan Williams haben sie immer noch. Ah doch, Cucurella ist immer noch hier. Colwell. Ist der nicht auch relativ talentiert? Den können wir uns auch nochmal angucken. Chelsea hat da eh immer heftige Spieler, ne? Was mit Benzabaini? Kann man ihn vielleicht sogar leihen? Ah, wobei, will ich Justin da diese Konkurrenz machen? Wir können ja mal gucken. Geht nicht, okay. Schade. Dann lassen wir es. Liverpool noch. Gucken wir hier auch mal kurz rein, ne? Weil hier, die haben da gar nicht so die krassen linken Verteidiger, ne? Gucken wir auch mal bei City rein, City United und Spurs. Gucken wir mal. Caio Henrique haben sie dann natürlich, Cancelo. Gaia, Gomez, ach, schon wild, was die da haben, ne? Und Wilson Esbrand. Also eigentlich, die haben da echt wirklich eine übertriebene Auswahl, ne? Wir versuchen es einfach mal bei Jose Gaia. Es wäre natürlich wild gewesen, wenn das irgendwie geklappt hätte, ne? Aber gut, man kann es ja versuchen. Ich meine, das war ja bei Duvan Zapata ähnlich bei Chelsea. Die haben einfach so viele übertrieben gute Spieler, dass sie dann da zugestimmt hatten. Mondi haben sie hier, Pedrosa, Terzic. Ne, aber gut. Dann gucken wir noch bei den Spurs. Und dann kommen wir noch kurz an der Serie La Liga und Dingens. Ne? Sie haben hier Jordi Alba. Ist jetzt auch nur mal kurz zum Schauen, ob da irgendwie sowas überhaupt klappen würde, ne? Aber warum mache ich mir das eigentlich immer so schwer, ne? Geht auch einfach wenigstens nur auf Verteidigung. Dann sehe ich da immer nur die Defensive. Dann haben wir das direkt, ne? Sessegnon zum Beispiel. Der ist zum Beispiel ein guter, junger Spieler auch, ne? Den könnte man tatsächlich leihen. Den könnte man tatsächlich leihen. Dann aber mit Kaufoption. Ein Jahresleihe, natürlich. Eine Kurzleihe macht für uns keinen Sinn. Beim Gehalt 50-50, komm. Ablösesumme 35,4 Millionen. Akzeptiere ich einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wie stark er ist, aber ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Und dann hätte man nochmal einen jungen linken Verteidiger aus England auch noch. Das passt dann natürlich perfekt, ne? Manchmal, deswegen nehme ich euch auch gerne mal einfach mit, so bei diesen Transfersachen. Weil manchmal kommt eine Idee, ich denke mir, ich guck mal und dann nehme ich euch da mit. Deswegen mag ich das ja auch, weil Ferguson ist natürlich nicht schlecht, aber so jemanden wie Bogle, ne, der ist ja richtig gut, der könnte auch Stammlinks spielen. Und der ist halt Backup auf rechts, aber auf links haben wir so einen nicht. Und da wäre das natürlich geil mit Sessegnon, gerade weil wir noch in der Europa Conference League auch spielen und dadurch natürlich viele, viele Spiele haben. Udinese will Batschnen haben, das machen wir natürlich nicht. Also Batschnen. Wobei, man könnte dann Süleymana behalten, ne? Aber eigentlich, wir gucken mal. Wir gucken mal, was Udine bereit ist zu bieten. Dann hätte sich das erübrigt mit einer Leihe von Süleymana. Dann auf jeden Fall Weiterverkaufsklausel und 16 Mio. Also ich will dann schon viel für ihn haben, ich weiß. Ah, 14,6 Weiterverkaufsklausel muss höher. Auf 20, dann akzeptiere ich es.
Ich mache letztes Angebot 15%. Okay, Batschnen bleibt. Batschnen bleibt, habe ich nichts dagegen. Weil ihn will ich nicht verkaufen eigentlich. Außer man profitiert da halt langfristig von. Und Sessegnon kommt. Sessegnon kommt. Der Kader wird immer besser, ne? Der Kader wird immer besser. Sessegnon jetzt hier ebenfalls ein Spieler von Crystal Palace. Wir haben bisher Chalobor, Mangala, Sessegnon und Rashford, ne? Also drei Engländer auch verpflichtet. Das gefällt mir nämlich auch. Und Sessegnon hat eine 81. Der ist ja richtig stark. Gucken wir mal drauf. Also, achso, hier waren wir links. Genau, hier ist Sessegnon. Die Nummer 6 kriegt er natürlich nicht. Kriegt eine andere Nummer. Geben wir ihn mal die 26, geht das? Nee, die hat Richards. Dann machen wir 36. Nein, ah shit, wer hat jetzt die 36? Welchen, ah Mann. Irgendjemand habe ich jetzt die Nummer weggenommen. Ich weiß jetzt aber nicht wem. Keine Ahnung. Irgendjemand habe ich jetzt seine 36 weggenommen. Aber gut, dann hat die jetzt halt Sessegnon. Ferguson hatte die, weil der hat jetzt die 11, ne? Ferguson soll bei der 36 bleiben. Dann kriegt Sessegnon eine andere Nummer. Kriegt Sessegnon die 14. Gefällt mir auch nicht. 17. Kriegt der die 30? Komm, gehen wir in die 30. Passt auch, ne? Dann haben wir auf jeden Fall mit Sessegnon einen richtig starken Mann noch, ne? Der hat einfach eine 80 hier auch, also das ist richtig nice. Also ich würde sagen, wir haben geile Deals bisher gemacht, oder? Das sind doch richtig geile Deals. Jetzt hier noch ein Sessegnon, wir können ihn auch mal hier hinpacken. Wer weiß, ob er vielleicht sogar Justin verdrängen kann. Er hat auf jeden Fall eine hohe Arbeitsrate, was die Offensive angeht. Also defensiv bin ich super zufrieden. Ich werde auch mit Cresswell erstmal weiterspielen, ne? Whittakers Cresswell hier, Anderson, Aarons, Justin, vielleicht Sessegnon, muss man mal gucken. Dann hier natürlich Kamara, Per Ese, Olise, Martial, Elling Jr. Und dann hat man halt von der Bank wirklich auch starke Spieler, ne? Das ist nicht schlecht. Das ist alles andere als schlecht. Das ist wirklich alles andere als schlecht, ne? Also da bin ich bisher sehr, sehr zufrieden. Posteingang, Spieler ausgeliehen, sehr schön. Gehen wir nochmal ein bisschen vor, ne? Doucoure geht tatsächlich auch nochmal. Das heißt, auch er geht jetzt. Check, Doucoure, 14 Millionen zu Nizza. Also ein weiterer Transfer hier. Wir haben echt viel schon gemacht, ne? Der Kader hat sich schon gravierend geändert, muss man sagen. Aber eher zum Positiven. Schon zum Positiven. Ich denke schon, dass wir da eine gute Strategie haben. Was wollte ich gucken? Conference League, ne? Playoff-Runde nehme ich hier. Da müssen wir nicht rein. Wir sind direkt in der Gruppenphase. Das ist schön. Also wenn man sich auch mal die Struktur des Kaders mal anguckt, ne, rein vom Alter her. Über 30 haben wir nur drei Spieler. Lanzini und Sommer, die auch zwei Backups sind. Und Butlin ist nur der dritte Keeper. Mina dann Backup. Und dann von den Stammspielern sind die Ältesten tatsächlich Anderson und Martial mit 28. Also das ist top, ne? Und die anderen sind wirklich jünger. Also das ist richtig, richtig gut. Wir haben halt wirklich eine brutale junge Struktur. Und das Ganze hat sich halt auch irgendwie so ergeben, ne? Ohne dass man auf Zwang jetzt junge Spieler nur verpflichtet hat. Sondern das hat sich gut ergeben. Die Frage ist halt, was macht man als nächstes noch, ne? Es gibt hier noch Cowell, den ich durchaus interessant finde. Reiner habe ich halt so auf der Liste, weil er alles offensiv spielen kann. Der wäre halt wirklich nochmal dieses Sahnehäubchen, aber auch noch ihn hier. Und wir brauchen noch einen dritten Stürmer. Warum eigentlich nicht, ne? 1,91 groß. US-Amerikaner, auch ein bisschen Erfahrung bringt er mit seinen 28 Jahren. Er wüsste, was seine Rolle ist. Why not, ne? Verpflichte ihn auch noch als letzte Verpflichtung hier wahrscheinlich in dieser Folge. Dann haben wir den Kader wirklich schön gestaltet. 11,4 Millionen. Das ist ja nicht viel, ne? Für den 1,91 Mann ist so ein bisschen der Mateta-Ersatz, nur dass er einen Ticken besser noch sein soll. 2 Jahre ist mir ein bisschen zu wenig. 3 sollen schon sein. Keine Freigabesumme, perfekt. Beim Gehalt. Bonus entfernen wir, den Rest akzeptiere ich. Dann will er 61, machen wir, komm. Machen wir, kriegt er seine Kohle. Dann ist das der letzte Deal für diese Folge. Dann haben wir schon einiges gemacht hier. Jordan Siebetauch kommt hier dementsprechend von Union Berlin zu Crystal Palace. Ist ein guter Deal, wie ich finde. Auch nochmal als Backup der Backups, ne? Wirklich so als Turm, den du da nochmal bringen kannst. Das ist auch nochmal ein richtig schöner Transfer.
er ist halt nochmal ein bisschen anders als Martial und Rashford. Er ist halt wirklich dieser große, bullige Spieler, ne, der einen guten Abschluss hat. Kopfball, was hat er da? Kopfball hat er eine 81, auch super. Wie sieht's aus mit Ballkontrolle? Wo waren das genau? Ist nämlich auch voll okay soweit. Also er ist halt jemand, der die Bälle festmachen kann. 1,91 groß, das passt. Ne? Wir haben allgemein, ne, einige so aus nordamerikanischen Kontinent, wenn man sich das mal anguckt. Genau, Richards haben wir ja, ne, der US-Amerikaner ist. Dann haben wir noch Batschman, der Kanadier ist. Hatten wir nicht noch mehr? Kolischu, der noch Kanadier ist. Jetzt ihn hier, der noch US-Amerikaner ist. Gut, Sargent ist nicht mehr da, ne? An den habe ich nämlich gerade gedacht. Aber gut, ich finde, der Kader sieht brutal aus. Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir gucken mal, was ihr noch so viele Vorschläge dann reingeballert habt, ob da noch der ein oder andere interessante Spieler mit dabei ist. Wir haben noch mehr als genug Kohle, also so ist es nicht, ne? Wir haben noch mehr als genug Kohle. Das Budget ist auf jeden Fall da. Also Budget ist auf jeden Fall mehr als genug da. 131 Millionen. Was sagt ihr zu Reyna? Gerne mal in die Kommentare ballern. Upala, das wollte ich nicht rein. Was sagt ihr zu Giovanni Reyna? Den würde ich natürlich nur holen, wenn Suleimana verliehen wird. Aber sagt ihr, ey, ja, hol den. Das wäre nochmal wirklich der Transfer schlechthin. Cobalt, den bin ich auch nochmal am Scouten. Vielleicht nochmal für die Breite. Schauen wir dann mal. Aber ich würde mich jetzt verabschieden, Leute. Euer Veloz schmilzt sich ab und bye bye.